Uniformierte Soldaten verkünden am Montag im Staatsfernsehen eine Machtübernahme durch das Militär in Burkina Faso. Die Regierung sei abgesetzt und das Parlament aufgelöst worden. Die Lage in dem westafrikanischen Land ist unübersichtlich. Aus Sicherheitskreisen hat es am Montagmorgen geheißen, der Präsident und weitere Mitglieder seiner Regierung seien festgenommen und in eine Kaserne in der Hauptstadt gebracht worden. Aus Regierungskreisen heißt es jedoch später, es sei gelungen, den Staatschef am Sonntagabend vor der Ankunft der Soldaten aus seiner Residenz zu holen. Bereits am Wochenende hatte es heftige Proteste gegen die Regierung und Aufstände in mehreren Kasernen des Landes gegeben. In ihrer im Fernsehen und auf Facebook verbreiteten Videobotschaft verkünden die Soldaten, dass die Grenzen geschlossen würden. Sie versprechen eine Rückkehr zur verfassungsmäßigen Ordnung innerhalb einer angemessenen Zeit.